Der Entwickler hat mir freundlicherweise eine Version kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf das und wie ist es. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Hier ist wieder Tracker und ich spiele heute Polybridge und beantworte dabei die Frage und wie ist es? Polybridge wurde von Dry Cactus entwickelt und befindet sich aktuell noch im Early Access, also es ist noch nicht wirklich fertig und es kann sein, dass wir dem ein oder anderen Bug begegnen. Das steht hier unten links auch in der Ecke, dass wir uns noch in der Early Access Version befinden, also da nicht wundern, falls euch irgendwas über den Weg läuft, was noch buggy aussieht oder ähnliches. Polybridge ist eine Brückenbausimulation im weitesten Sinne, also wir bauen nicht nur realistische Brücken, sondern es gibt auch lustige Szenen, wo wir, also was ist Szenen, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt zum Beispiel so Situationen, wo wir halt Sprünge machen sollen, wo man dann eben auf einen Heißluftballon springt und von da aus dann wieder auf die Straße und da dann an das Ziel oder auf die andere Seite. Soweit bin ich persönlich noch nicht gekommen, ich habe jetzt erst 2 Stunden in das Spiel reingesteckt, wollte aber schon ein Ersteindrucksvideo dazu machen, weil ich persönlich das Gefühl habe, so viel mehr kommt jetzt irgendwie nicht. Das hatte ich häufiger während der Kampagne. Das Gefühl, dass die Maps sich sehr, sehr ähneln, aber man einfach nur ein bisschen eine andere Brücke bauen muss. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich hatte halt einfach so das Gefühl nach der Hälfte der Maps, ja okay, jetzt macht mal bitte wieder was Neues. Und das ließ dann so ein bisschen auf sich warten teilweise. Das ist teilweise ein bisschen schade, aber manchmal auch eben nicht zu vermeiden. Hoppala. Ich habe so ein paar Brücken vorbereitet, damit ich da jetzt nicht ellenlang mit dem Basteln beschäftigt bin. Das wäre dann zum Beispiel eine Brücke, wenn ich die schon fertig habe. Ich werde nochmal alles komplett entfernen, damit wir so einen Überblick über das Spiel bekommen. Das hier ist der Hauptbildschirm von Polybridge, wo wir uns eben überwiegend aufhalten werden. Wir werden versuchen, oder man muss hier versuchen, eben eine Brücke zu bauen. Dieses rote Rechteck besagt, dass hier ein Schiff kommt. Also wenn ich jetzt hier einfach auf Simulation starten mache, dann fährt jetzt hier zum Beispiel das Schiff erst durch und dann würde der Van losfahren und natürlich im Moment ins Wasser fallen, weil wir einfach noch keine Brücke haben. Was man auf jeden Fall positiv sagen kann, ist, dass die Physik auch im Wasser aktiv ist. Also, dass man da dieses Reinfallen sieht und ähnliches. Es hat auch einen relativ interessanten Artstyle. Dieser Polygon-Look ist ganz nett, aber haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, wie wir eine Brücke bauen, ist relativ einfach. Wir haben hier meistens so einen Startpunkt und einen Zielpunkt. Der Startpunkt zeichnet sich dadurch aus, dass eben ein Fahrzeug dasteht und das Zielpunkt oder der Zielpunkt ist eben da, wo das Fähnchen ist. Wir haben so feste Slots, wo wir was dran befestigen können. Das sind hier diese roten Punkte. Und da fängt man halt eben an. Wir haben hier oben in unserem User Interface haben wir eben eine Anzeige über das Budget, also das Geld, was wir maximal ausgeben können. Dann wie viele Teile wir verbraucht haben oder wie viele wir verbrauchen können. Das ist je nach Teil unterschiedlich. Hier zum Beispiel Straße verfügbar 7, Hotkey 1, Holz unbegrenzt, Hotkey 2, Stahl unbegrenzt und so weiter und so fort. Also wir können halt so bauen, wie wir lustig sind. Das hier sind übrigens fast alle Teile. Hier gibt es nochmal eine Federung und nochmal Kabel. Das wäre so das letzte oder die letzten beiden Bauteile, die es noch gibt. Mehr gibt's nicht. Da hätte ich mir vielleicht so ein bisschen Abwechslung noch gewünscht, dass man vielleicht auch mal eine Steinbrücke bauen kann oder irgendwie sowas. Was mir auch fehlt, wäre eine Anzeige, was so ein Stahlbalken oder sowas oder ein Stahlträger kostet, damit man als User weiß, okay, das wird jetzt sehr, sehr teuer, wenn ich 10 Stück davon verbaue, kostet das so und so viele 1000 Dollar. Das muss man so ein bisschen dann selber rausfinden. Es kann auch sein, dass die Entfernung eben so ein... Ja, die Entfernung des Trägers spielt auch noch eine Rolle über den Preis.
Da wäre mir dann, ehrlich gesagt, so eine Anzeige ganz nett, dass man direkt beim Ziehen vielleicht so sieht, wie teuer das Ganze wird. Damit man eben einen Überblick hat, okay, wenn ich hier jetzt so und so große Türme baue, schieße ich eben übers Budget hinaus. Oder hier und da muss ich jetzt eben Holz einsetzen, damit ich vorankomme. So, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist meistens eine Gerade. Das haben wir ja irgendwann mal in, Mathe, glaube ich. Mathe oder Physik. Eins von den beiden haben wir das mal gelernt. Und deswegen, da wir auch nur 7 Straßen zur Verfügung haben, können wir hier jetzt nicht irgendwie so eine große Konstruktion machen, dass wir hier über diesen roten Balken rüberfahren und dann einfach das Schiff ignorieren lassen. Oder das Schiff und das Schiff ignorieren können. So rum. So, und dann versuchen wir hier irgendwie eine Konstruktion aus dem Boden zu stampfen, die das Ganze eben trägt. Das Schöne ist, wenn wir rechte Maustaste auf so einen Verbindungspunkt machen, dann wird er aufgeteilt und da können wir dann mit Hydraulik eben arbeiten, dass wir da dann unsere Brücke aufteilen können. Also ich finde den Soundtrack finde ich ganz nett. Also was heißt der Soundtrack? Ich finde den Sound generell finde ich ganz nett. Also dass hier, wenn man hier jetzt mit dem Ganzen arbeitet, dass da eben auch ein Soundfeedback kommt. Allerdings ist beim Bauen ist es meistens nur so ein Sound, also nicht so ein, ist es halt so ein einziges Klöck. Und der Soundtrack als solches wiederholt sich auch relativ schnell. Das ist so ein ruhiger Country-Soundtrack, möchte ich mal sagen. Der ist, wird aber nach einer Weile, wird der schon sehr repetitiv, möchte ich mal sagen. Also der wiederholt sich dann schon so ein bisschen extrem und wird dann auch schon ein bisschen nervig. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil der Rest vom Spiel ist schon nett gehalten. Nur das ist halt so ein bisschen, muss das sein. Also da hätte ich mir vielleicht ein bisschen Abwechslung im Soundtrack ein bisschen gewünscht. So, wenn ich jetzt auf Simulation starten klicke, fällt natürlich alles zusammen. Wir haben hier auch noch 2 Anzeigemöglichkeiten. Wir können einmal die Geschwindigkeit rauf und runter drehen, dass wir das Ganze dann auch in schnell oder langsam begutachten können. Und wir können uns auch den Stresslevel anzeigen lassen. Also da sehen wir dann eben, wo sind die Druckpunkte der Brücke, wo wird es kritisch und wo nicht. Wenn wir irgendwas gut gemacht haben, können wir das Replay auch teilen. Das ist dann so ein GIF, was wir auf Twitter hochladen können oder eben in eine Online-Galerie hinzufügen können. Das ist schon nett, aber es hat halt nicht wirklich einen Standard, sage ich mal, in Anführungszeichen, sondern es nimmt genau das, was wir in unserer Simulation haben, genauso wieder auf. Also auch das mit der Geschwindigkeit rauf und runter. So, jetzt lade ich mal meinen Speicherstand, wo ich meine Brücke eben fertig gebaut habe. Eine Schönheit ist es nicht, aber es funktioniert und das kann ich euch eben einmal zeigen, dass das eben durchaus auch Hand und Fuß hat. Das Spiel als solches ist recht interessant und es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Rätsel zu lösen. Also meine Lösung hier für dieses Rätsel ist sicherlich nicht das Optimum und nicht das Beste, aber es ist schon mal funktionell, möchte ich mal sagen. Die Leute kommen eben auf die andere Seite. So, man kann sich hier dann eben durch die einzelnen Level hangeln. Das Ganze wird Kampagne genannt, aber so wirklich eine Kampagne ist es nicht wirklich, weil mir fehlt irgendwie, also für eine richtige Kampagne wäre eine Geschichte, glaube ich, ganz nett. Also irgendwie was das Ganze zusammenhält und die, in Anführungszeichen, Welt vielleicht mit ein bisschen mehr Leben füllt. Das Nette ist, dass der Sandkasten direkt in den Steam Workshop gebunden ist. Also alles, was ihr hier bastelt und was ihr veröffentlichen wollt, könnt ihr da dann eben auch veröffentlichen. Wir können hier auch allen möglichen Kram eben reinbauen und reinsetzen. Und auch die Landschaft eben verändern. Also hier sind eurer Fantasie nicht wirklich Grenzen gesetzt, dass ihr da dann eben vorankommt und auch
das Ganze interessant gestalten könnt. Hier könnt ihr dann auch die Schiffe eben reinsetzen, wenn ihr das wollt. Da. Wieso sehe ich da jetzt keinen Unterschied? Okay, Early Access ist halt Early Access. So, im Großen und Ganzen bietet es halt schon viele Möglichkeiten für Leute, die sich da austoben wollen. Aber so alles in allem weiß ich jetzt halt einfach nicht, ob es wirklich was Neues an den Tisch bringt oder ob es so interessant ist, dass sich das Ganze lohnt. So, wir müssen hier erstmal dann noch die Punkte setzen. Auf jeden Fall könntet ihr euch so dann eben mit dem Editor austoben. Da gibt es alle möglichen Varianten, die ihr eben machen könnt. Und das wird jetzt eine einfache Brücke. Und euch da dann eben austoben. Ich finde es ganz nett und es macht auch schon Spaß. Also gerade die späteren Herausforderungen lassen einen dann schon grübeln. Aber... Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, dass es eben noch durchaus Ecken gibt, die noch nicht übersetzt sind. Ach so, soll das jetzt funktionieren. Also ich finde es ganz nett und es macht auch schon Spaß, aber so richtig haut es mich nicht wirklich vom Hocker. Also da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht oder... Oder einfach ein bisschen frischen Wind im Genre. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit jetzt so anfangen soll. Das tut mir auch irgendwo schon fast leid. Aber was soll ich denn großartig dazu sagen? Jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Nein, natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall kostet Polybridge kostet 11,99 momentan in der Early Access Version. Das müsst ihr sehen, ob sich das für euch lohnt oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine nette Brückenbausimulation, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und die Welten verändern sich ja auch. Hier ist es jetzt zum Beispiel so ein Wüsten. Dingens, man kann es, also so ein Wüstenareal. Aber ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass die verschiedenen Areale auch verschiedene Bedingungen mit sich bringen. Also im Großen und Ganzen ist das hier jetzt einfach nur dieselbe Landschaftstextur, nur in braun statt vorher in diesem grün-weißlichen. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass hier jetzt noch so eben, was weiß ich, eben trockenere Landschaften sind und nicht eben, man fährt hier trotzdem wieder über den Fluss. Sondern es ist, im Großen und Ganzen ist es jetzt kein großer Unterschied, ob ich hier in Desert Winds Level 3 nehme oder in Alpine Meadows Level, keine Ahnung. Ich habe vergessen zu zählen, aber den hier eben zu nehmen. Im Großen und Ganzen nimmt sich das nicht viel. Was habe ich da denn gemacht? Ach so. Ja, ich weiß, was ich da gemacht habe. Blödsinn habe ich da gemacht. Aber es hat funktioniert irgendwie scheinbar. Und das ist so irgendwie, wie gesagt, mein größter Kritikpunkt, dass es eben nicht wirklich was Neues bietet, wo ich jetzt sagen würde, oh, okay, das ist genau das, was das Spiel vom Rest abhebt oder sowas. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Und hier seht ihr ja, so ein großer Unterschied ist das jetzt nicht zwischen den Leveln. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass selbst eine neue Welt
nicht wirklich was Neues bietet oder was anderes bietet, sondern im Großen und Ganzen ist es nur dasselbe Areal und auch teilweise dieselben Aufgaben, nur mit ein bisschen anderer Landschaft. Also da wäre ein bisschen Abwechslung besser gewesen, dass da einfach mal ein bisschen was anderes passiert. Ansonsten, die Steuerung funktioniert tadellos. Man erkennt auch, wenn man irgendwas baut, wo die Probleme zum Beispiel liegen. Man erkennt auch, wo eben die festen Baupunkte sind. Man sieht auf den ersten Blick, wo was hin soll ungefähr. Also nicht von den Bauteilen, was wohin soll, sondern man erkennt sofort, welches Auto wohin soll und was eben passiert hier zum Beispiel mit dem Schiff. Und dass hier zum Beispiel noch Stützen unten sind, die wir dann irgendwie mit unserer Brücke verbinden müssen. Und so weiter und so fort. Also das ist, die Steuerung funktioniert wirklich gut. Da gibt es nicht wirklich was zu meckern. Und das Spielprinzip macht auch Spaß. Nur da hätte ich mir ein bisschen mehr Innovation bis jetzt gewünscht, als auf dieses altbewährte ich baue eine Brücke-Prinzip zu setzen. Wobei das Prinzip ja als solches nicht schlecht ist, nur es ist halt nicht wirklich was Neues. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Da wäre vielleicht wirklich einfach eine neue Iteration oder mal eine neue Idee nicht verkehrt gewesen. Das ist so mein Fazit für Polybridge. Es macht für so eine kurze Runde macht es Spaß, aber es haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Man muss gucken, wie sich das Spiel jetzt vielleicht weiter im Early Access entwickelt, dass man dann weiß oder dass man dann sieht, okay, das und das sind noch für neue Features drin oder das und das ist jetzt halt noch geplant. Und das wäre ja dann auch schon mal nicht verkehrt, dass man da dann sieht, okay, wir haben die und die Möglichkeiten kommen noch oder ähnliches. So, wollen wir doch mal gucken, ob das hält. Ich glaube nicht. Naja, war zumindest ein netter Versuch. Ja, das ist mein Fazit zu Polybridge. Oh, hoppala, falsches. Was mir noch aufgefallen ist, übrigens, dass ihr, wenn ihr so eine Federung macht oder sowas, dass ihr, wenn ihr mit Kabeln hantiert, dass manchmal die Klicks nicht wirklich angenommen werden. Da ist es so ein bisschen mühselig, wenn ihr Sachen entfernen müsst, dass das eben so ein bisschen in eine Klickorgie ausartet. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Oder das wäre ein bisschen netter gewesen. Und jetzt reagiert die Steuerung nicht mal mehr. Das ist das Problem bei Early Access Titeln. Dass manchmal einfach Dinge nicht funktionieren, wie sie sollten. Nee, ich will keine Federung bauen. Ich möchte gerne... Jetzt nimmt da gar nichts mehr an. Okay, ja, jetzt habt ihr Polybridge gesehen. Habt auch gesehen, dass was abstürzen kann manchmal. So ist es halt bei Early Access Titeln, das passiert da durchaus mal, deswegen befindet es sich ja auch noch im Early Access. Mein Name ist Tracker und vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!